was dein Lieblingsvideospiel über dich aussagt. Beginnen wir mit Subway Surfers, etwas, was ich heutzutage gar nicht mehr so oft sehe. Ich glaube, das letzte Mal habe ich es auch gefühlt vor 100 Jahren gespielt. Aber du bist auf jeden Fall ein OG. Du existierst schon lange und du bleibst dem Guten treu und das ist etwas Gutes. Du bist robust. Hey. Hey, komm schon. Ich glaube, Clash of Clans wurde 2012 oder sowas gemacht. Wenn du Clash of Clans immer noch treu bist, cool. Weil low-key same. Ich würde aber sagen, die meisten spielen mittlerweile Clash Royale und nicht mehr Clash of Clans. Du gehörst zur neuen Generation auf jeden Fall. Clash of Clans, Clash Royale und Heyday, das ist wie so eine Dreifaltigkeit. Die existieren nicht ohne einander. Menschen, die Heyday mögen, die mögen Heyday nicht nur. Die spielen Heyday gefühlt den ganzen Tag und die ganze Nacht. Beruhig dich mal wieder. Alles ist gut. Deine Farm wird nicht verschwinden, wenn du 3 Sekunden nicht an ihr rumzockst. Roblox. Der Game Changer. Ist ja auch eigentlich schwer zu sagen, dass du einfach Roblox spielst, weil da gibt es ja 1000 Milliarden verschiedene Spiele. Deswegen, da gibt es gar nicht so viel zu sagen, außer cool, viel Spaß dir.